Jugendliche schreiben fast nie. Der Brief gilt als langsam und altmodisch, die Umsätze sind rückläufig. Wer in seiner Jugend keine Beziehung zum Schreiben aufbaut, wird auch in der Zukunft das Medium Brief nicht nutzen. Wie kann sich die Deutsche Post im ständig wachsenden Umfeld elektronischer Kommunikation und Konkurrenzdienstleistern profilieren? Wir positionieren den Brief als hochemotionales Medium, das die Verbundenheit zweier Menschen auf einzigartige Weise zeigt. Zur Weihnachtszeit machen wir Gefühle erlebbar. Wenn man einen Menschen umarmt, schenkt man ihm Nähe, Wärme und Verbundenheit. Das gleiche Gefühl transportiert ein Brief in die ganze Welt. Er ist eine Umarmung auf Distanz. Wir haben moderne Engel ausgesandt, die den Menschen auf der Straße mit einer Umarmung das Gefühl der Verbundenheit schenken. Die Engelkartensets übertragen diese Emotion auf den Brief. Sie wurden während der Promotion verteilt und als Mailing verschickt. Die Band Fräulein Wunder öffnet den Zugang zur Lebenswelt der Jugendlichen. Ihre Musik ist authentisch. Sie begeistert. Das Lied Sternradio ist der Soundtrack unserer Kampagne. Der Beihefter in Magazinen wie der Bravo verknüpft Engelkarten zum Verschicken mit einem Gewinnspiel und persönlichen Briefen der Band. Die Anzeige führt Jugendliche zur Website letternet.de. Die Dezemberausgabe des Letternet-Magazines thematisiert die Engelaktion in der Titelstory und stellt Fräulein Wunder ausführlich vor. Die deutschlandweite Schulverteilung trägt die Kampagne direkt zu unserer Zielgruppe. Letternet.de spricht Jugendliche durch involvierende Inhalte, intuitive Menüführung und vielfältige Möglichkeiten der Interaktion an. Kite überträgt Live-Bilder unserer Aktionen direkt ins Internet. Auch die Band hat die Engelaktion an prominenter Stelle querverlinkt. Sie tritt mit Sternradio beim Bundesvision Song Contest an. Live Fräulein Wunder! Im Auftrag von Universal Music haben wir das Musikvideo für Sternradio in unserem Kampagnenlook produziert. Es läuft in der Heavy Rotation auf MTV und Viva. Aus dem gleichen Bildmaterial ist zur viralen Vermarktung ein Trailer entstanden. Der TV-Spot wurde im Aktionszeitraum in jugendrelevanten Medien geschaltet. Verschicke deine Umarmung mit einem Brief. Alles über grenzenlose Verbundenheit erfährst du auf www.letternet.de.